Moin aus Hamburg, mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns vom Traders Club 24. Wir bereiten uns vor für die kommende Woche und machen einen kleinen Rückblick auf die vergangene Woche. Letzte Woche hatten wir Feiertag. Für uns Trader war Montag, Dienstag Demo und am Freitag war auch Demo-Traden. Warum? Weil Arbeitsmarktzahlen am Freitag kamen und Dienstag war Feiertag und da traden wir Trader nicht, zumindest auf den kurzen Zeitebenen. Aber die großen Zeitenebene, da werden wir traden und da werden wir uns nachher die Trades auch nochmal anschauen. Was ist passiert? Also Feiertag, wie gesagt, Arbeitsmarktzahlen am Freitag, aber wir haben in Deutschland einen Wert, der an die Börse gegangen ist und der für Furore gesorgt hat. Die Tochtergesellschaft von ThyssenKrupp, Nucera, ich hoffe, ich habe es gut ausgesprochen, die ist sage und schreibe am Freitag mit plus 18% aus dem Rennen gegangen. Und ich habe vorhin raufgeschaut, heute wieder plus 1,5%. Also eine Riesengeschichte. Und alle, die zeichnen konnten, liegen sogar mit, glaube ich, plus 25% vorne. Die zweite Geschichte, die ich rausgegraben habe, ist von nicht von Elon Musk, sondern von Mark Zuckerberg. Der hat nämlich am Freitag oder letzte Woche sein neues Dependance zu Twitter rausgebracht. Das heißt Threads. Und hat in den ersten Stunden 70.000 Abonnenten. Also eine Konkurrenz zu Twitter. Sehr, sehr spannend. Sonst war der DAX ist ins Rennen gegangen, beziehungsweise aus dem Rennen gegangen mit minus 3,5%. Ja, und was soll ich jetzt machen, Carlos? Als Trader spielt das keine Rolle. Hauptsache, es ist volatil. Und ich habe euch das ja schon mal gesagt. Wenn die Märkte fallen, dann freut sich eigentlich ein Trader, weil es geht meistens schneller runter, als es raufgeht. Ende der Woche wird es wieder spannend. Ende der Woche kommen die ersten Quartalzahlen raus. Ja, und da werden wir also übernächste Woche sicherlich da detaillierter besprechen. Jetzt werden wir uns die Wochentrades anschauen und die wir letzte Woche getätigt haben und die, das kann ich versprechen, die ich heute auch getätigt habe. Ich habe heute zwei Märkte hinzugenommen und es gibt ein Trainingsvideo Widerstände und Unterstützung. Bis gleich!